Hallo und ein herzliches Willkommen zu diesem neuen Tutorial. Wir alle kennen sicherlich das Spiel Gothic, in dem man ein paar Wölfe jagen kann, das Fell abziehen kann und ein paar Zähne rausziehen kann. Genau das gleiche versuchen wir heute im RPG Maker MV nachzumachen. Und ich muss eine ganz kleine Warnung aussprechen an Katzenliebhaber. Weil die Standardgrafik leider kein Wolf oder kein Hasen oder kein sonst irgendwie was hatte, musste ich für dieses Tutorial, eine Katze nehmen. Versucht in eurem Spiel auf jeden Fall keine Katze zu nehmen. Das kommt nicht gut an. Lasst uns auf die Jagd gehen. Wer ist dabei? You have my sword. And you have my bow. And my axe. Boah, Digga, nicht die Axt. Wir haben darüber geredet. Wir jagen nicht mit der Axt. Als erstes erstellen wir ein neues Event mit dem Kerl, der uns das Jagen beibringen soll. Sucht eine passende Grafik aus und klickt auf OK. Jetzt klicken wir auf die leere Zeile, wählt Textanzeigen aus und schreibt so etwas wie: Soll ich dir das Jagen beibringen? Darunter macht ihr eine Auswahlmöglichkeit mit Ja oder Nein. Im Ja-Fall schreiben wir: Okay, du hast das Jagen gelernt. Ihr könnt das natürlich auch mit einer Quest verbinden. Bring mir erst Gegenstand XY, dann lehre ich dir das Jagen oder so etwas. Im Ja-Fall schreiben wir, dann eben nicht. Klicken wir nun doppelt in den Ja-Fall und erstellen einen neuen Schalter. Wir nennen ihn Jagen gelernt und stellen ihn auf An. Jetzt kopieren wir die Seite und fügen sie ein. Dann machen wir einen Haken bei Schalter und wählen Jagen gelernt aus. Den Inhalt löschen wir jetzt, bis auf die Textausgabe. Die ändern wir in: Ich kann dir nichts mehr lehren. Nun wäre der Lehrer fertig. Jetzt kümmern wir uns um die Beute. Erstellt ein neues Event und wählt eine neue Grafik aus, das ihr jagen möchtet. In meinem Fall ist es die Katze, weil, die Standardgrafik hatte nicht arg viel Auswahl bei Tieren. Sucht euch am besten ein anderes Tier aus. Bewegungstyp stelle ich auf zufällig. Nun klicken wir in die leere Zeile und wählen Animation aus. Ich benutze Physical Hit. Ihr könnt natürlich auch etwas anderes nehmen, wie ihr wollt. Dann klicken wir auf dieses Event und klicken auf OK. Darunter klicken wir doppelt und lassen noch einen Soundeffekt abspielen. Danach kopieren wir die Seite und fügen sie ein. Auf der ersten Seite machen wir dann noch den Selbstschalter A auf An. Auf der zweiten Seite machen wir einen Haken bei Selbstschalter und wählen A aus. Typ der Bewegung auf Fest und wählen die tote Katze aus, die ich vorher im GIMP erstellt habe. Wie das geht, erkläre ich noch am Schluss. Aber erstmal geht es hier ums Eventen. Löscht nun den Inhalt und klickt auf die leere Zeile. Nehmt nun bedingte Abzweigung. Dort wählen wir Schalter, Jagen gelernt und dass er an sein muss. Klicken wir nun auf OK. Klicken wir als erstes in den Else-Fall, also wenn er das Jagen noch nicht gelernt hat, und geben einen Text ein, sowas wie: Ich weiß nicht, was ich damit machen soll, und klicken auf OK. Nun kommen wir in den If-Fall, also wenn der Schalter an ist. Dort machen wir nun eine Textanzeige und schreiben Fell abziehen, direkt darunter eine Auswahlmöglichkeit mit Ja oder Nein. Den Nein-Fall lassen wir leer und gehen gleich in den Ja-Fall. Jetzt spiele ich einen Soundeffekt ab, der kommen soll, wenn man das Fell abzieht. Darunter eine Textnachricht mit Fell erhalten und klicken auf OK. Darunter stellen wir Selbstschalter B auf An. Kopiert nun diese Seite und wählt nun bei der dritten Seite Selbstschalter B aus und löscht den Inhalt des Events bis auf die bedingte Abzweigung. Wählt noch die Grafik aus, die die Katze bzw. euer Tier ohne Fell haben soll. Ich habe das hier in GIMP erstellt, wie das geht, kommt auch am Schluss. In den If-Fall schreiben wir jetzt Fleisch mitnehmen und klicken auf OK. Darunter wieder eine Auswahlmöglichkeit mit Ja oder Nein. Nein lassen wir wieder leer und bei Ja einen Text mit Fleisch erhalten. Jetzt gehen wir zu unserer Datenbank, zu den Gegenständen und erstellen dort Fell und Fleisch.
Erstellt dabei noch einen Preis, damit ihr es später verkaufen könnt. Nun gehen wir wieder zurück zu unserer Katze. Auf der zweiten Seite fügen wir direkt vor Fell erhalten den Gegenstand Fell hinzu. Das gleiche machen wir bei der dritten Seite, nur mit dem Fleisch. Jetzt klicken wir unter der Textnachricht Fleisch erhalten doppelt in die leere Zeile und stellen Selbstzeiler C auf an. Nun erstellen wir eine vierte Seite ohne Grafik mit dem Haken bei Selbstschalter und wählen C aus. Bei Seite 2 bis 4 stelle ich noch fixierte Richtung an, damit die Grafik sich nicht umdreht, wenn man sie anspricht. Jetzt kommt ein Testlauf. Wir sehen, wenn wir die Katze jagen, können wir ihr Fell nicht abziehen, weil der Held noch nicht weiß, wie es gehen soll. Erst wenn wir es gelernt haben, bekommen wir das Fell und das Fleisch. Dieses Event kann man überall hinkopieren, ohne was zu ändern, da wir mit Selbstschalter gearbeitet haben. Ihr könnt ohne weiteres auch einfach die Grafik ändern für ein anderes Tier, ohne Schalter oder sonst was zu ändern. Jetzt erkläre ich noch kurz, wie ich die Katze in GIMP bearbeitet habe. Bei der ersten Katze habe ich die Beine ein bisschen kürzer gemacht, so dass es so aussieht, als würde sie liegen, und die Augen zugemacht. Diese Grafik habe ich dann kopiert und die Katze rot eingefärbt und ein bisschen mit roter Farbe angemalt. Das war es auch schon im Ganzen, eigentlich ganz einfach zu erstellen. Das war's mal wieder mit diesem Tutorial. Wenn euch das Tutorial gefallen hat, gebt mir immer einen Daumen nach oben und lasst vielleicht ein Abo da, wenn ihr noch mehr sehen wollt. Bis dahin, tschüssikowski!